Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir Essen. Genau. Aber wir werden nicht irgendwas essen, sondern das Ganze spielt sich hier sehr mysteriös ab. Wir werden nämlich jetzt das beim Lieferservice bestellen, was die Person vor uns bestellt hat. Das heißt, wir können nicht online bestellen. Nee, wir müssen versuchen, telefonisch zu bestellen. Und wir werden auch nicht nur bei einem Lieferservice bestellen, sondern verschiedenen, oder? Okay, ich würde sagen, den Nachtisch machen wir separat. Separat? Separat, weil ich möchte nämlich unbedingt in meinem Donutladen bestellen. Okay. Erinnert ihr euch noch dran? Wir haben einmal, was haben wir da nochmal gemacht? Wir haben alle Donuts aus dem Donutladen gekauft. Oha! Boah, wie geil sehen die denn bitte aus? Ich werde dort jetzt anrufen, ja? Ja. Ja, guten Tag, Klassen hier. Ich habe eine Frage und zwar würde ich gerne was bei Ihnen bestellen. Geht das telefonisch? Das geht leider nicht, das machen wir leider nicht mehr. Und wenn ich per PayPal direkt zahle? Müsste ich nachfragen, aber ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. Ich bin im Moment das ganze Leben. Sie nehmen telefonisch leider gar keine Bestellungen mehr an. Wolltest du denn die Bestellung heute haben? Ja. Leider nicht. Nein, Bibi! Ja! Also ich kann auch natürlich direkt im Vorfeld per PayPal zahlen oder sonst halt bar. Das ist komplett anderes jetzt, das machen wir. Warte. Perfekt, vielen Dank, wir freuen uns. Okay, dann schönen Tag dir noch. Tschüss. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Oh, Mann, sowas ist mir immer richtig unangenehm, wirklich. Das, jetzt sieht man mal, Bibi dreht ein Video. Jetzt hast du die Nachspeise bestellt, aber weißt noch nicht mal, was es zur Hauptspeise gibt. Donuts, hallo. Donuts ist das Hauptgericht? Also ich könnte auch Donuts als Hauptgericht essen. Nein, natürlich machen wir das nicht. Wir machen jetzt Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe mega Bock, Pizza zu bestellen. Beziehungsweise, da gibt es ja auch Nudeln und andere Sachen. Keine Ahnung, was der vor mir dann bestellt hat. Und Julian will unbedingt Sushi. Oder jeder kriegt alles. Wie jeder kriegt alles? Ich darf beim Sushi-Laden bestellen und du darfst dir eine Pizza bestellen. Ja, von mir aus. Ja, geil. Gut. Ah, nicht mit dem Arm abstützen. Boah, was ist, wenn die Person vorher oder das für so eine Fahrschule 15 Pizzen bestellt wurden? Boah, das wäre krass. 15 Maxi-Pizzen. Dann können wir unsere Nachbarn echt glücklich machen. Mm. Ich würde gerne einmal das bestellen, was der Kunde vor mir bestellt hat, dass ich quasi überrascht werde. Ich nehme exakt genau das, was der Kunde vor mir bei Ihnen bestellt hat. Also soll ich Ihnen nicht sagen? Nein, nein. Ich bin auch bei Pizza gewesen. Nicht sagen, einfach liefern, genau. Alles klar. Okay, bis später. Ja, danke schön. Tschüss. Jetzt kommt Meinst du, das macht der? Ich weiß nicht. Der meinte, er kann eigentlich im System nicht gucken. Und dann hat das irgendwie doch... Ja, siehst du, und dann so... Okay, den haue ich jetzt einfach richtige 10XXXL-Pizzen rein. Bestell mir jetzt Sushi, Mann! Ich muss erstmal einen Laden finden. Boah, würdet ihr euch Videos von der Bibi angucken, wenn die ganze Zeit so wären? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Glaubt ihr, davon wird einem jetzt schlecht? Boah, ich muss schon kotzen, allein wenn ich das filme. Dann lass es doch. Okay. Ich will Sushi. Ich will. Du my best. Wir sind gleich für wieder. Jetzt wackel ich schon wieder. Ich knie übrigens hier auf dem Stuhl. Super unangenehm. Weiß ich nicht. Ich mache immer ganz komische Dinge, wenn ich irgendwo filme. Hallo. Ich habe eine Frage. Kann ich telefonisch bei euch bestellen und ihr liefert das dann? Ja, da für den Bedarf. Perfekt. Ich würde gerne einmal das bestellen, was ein Kunde vor mir bestellt hat. Also quasi, dass ich überrascht werde. Vielleicht, okay. vielleicht kannst du einfach mal, ich weiß nicht, ob du es im System siehst und dann einfach für mich die Bestellung quasi nochmal aufgeben und nicht mehr am Telefon sagen. Okay, die ist aber ziemlich groß. Eine sagt, möchtest du das so, dann mache ich dir das. Ja, doch, wir möchten das gerne so. Okay, dann wäre der Endpreis für diese Bestellung 58. Euro. Okay. Und dann wünsche ich für euch wieder schon mal guten Appetit. Dankeschön. Das hatte ich aber noch nie. Okay, Julian, du hast jetzt eine riesen Sushi-Bestellung. Dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. Ich habe gerne das letzte Wort. Tschüss. 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 Okay, dann bis gleich. Video, ne? Bis gleich. Tschüss. Alles klar. Ja, bis gleich. Tschüss. Oha. Wie perfekt ist das denn? Zwei Pizzen einfach. Drei, perfekt. Zwei, eins. Blumenkohl mit Zwiebeln und Paprika, das ist eine Gemüsepizza. Ist das hier nicht Hühnchen? Und nächste. Die andere Pizza auch? Das ist exakt die gleiche. Wir haben Wer bestellt denn zweimal die gleiche Pizza? Vielleicht haben die beide den gleichen Geschmack gehabt. Okay. Aber die sieht sau lecker aus. Das heißt, dann buhl mir dein Hühnchen rüber und dann esse ich die. Ich freue mich voll darüber, es sieht so lecker aus. Pizza, Pizza! Mmh. Du musst noch probieren. Was? Okay. Ja, ja, wir probieren, ich esse die jetzt auch. Oh nein! So,
Das ist scharf, ne? Bisschen. Mm. Bei der nächsten bin ich vorsichtiger und lege die einfach zu deinem. Mm. Mega geil. Super lecker. Leo fordert mehr. Bruder, richtig lecker. Boah, aber das ist halt das Geile daran. Das hätte ich mir niemals bestellt. Mm. Ist das lecker? Mm. Da hat einer viel, viel bestellt. Guck mal, wie das mich freut. Du kriegst einen anderen Snack. Du kriegst einen Apfel. Bist du bereit? Ja. Wir gucken jetzt rein. Oh, erstmal. Als ob die Person vorher genau das bestellt hat. Boah, das haben die uns doch extra. Boah, guck mal, das glitzert alles. Die haben mir die Online-Bestellung von der Person davor sogar ausgedruckt, nur Namen und Adresse und so abgemacht. Das heißt, hier ist nichts gefaked. Nein! Bianca, wenn du jetzt hinfällst, du fällst immer bei so Moves hin. Ja, sehr ärgert, wir lassen das lieber. Jetzt hör auf, da schon wieder irgendwas zu lesen. Okay. Jetzt probier. Gib dem Leo auch einen Snack. Leo bekommt jetzt einen Bananenkeks. Lecker. Der ohne Zucker ist. Wow. Aber gleich kommt auch Sushi. Egal. Wir müssen jetzt alle auch essen. Können wir nicht machen. Du isst die so, als wäre das ein Keks. Okay, warte, ich muss noch einen anderen probieren. Ich will auch noch irgendwas probieren. Was ein Video. Hier kommt ein Essen nach dem nächsten an. Wir haben gerade die Donuts aufgeräumt und... Ich dachte schon aufgegessen, das wäre eine Lüge. Da ist die Sushi-Bestellung. Eine volle, fette Tüte. Okay. Mit Sushi. Ich ärgere mich gerade, dass ich Dings zuerst gegessen habe. Aber nach dem Sushi kann man sich auch noch einen Donut reindrücken. Kann man auf jeden Fall. Hallo, oh. Kenny! Der ja, Kenny ist das so... War boah, krass, kannst du noch mehr? Also, wir haben immer noch nicht wirklich hier reingeguckt. So einmal das. Tofu kann die Bibi doch auch essen, Smalls, oder? Smalls, Smalls, eine dicke Tofu-Roll. Das ist auch vegetarisch. Guck. Das sieht aus wie frittierte Garnelen, ne? Und hier haben wir noch, ich glaube, das ist Lachs und Avocado, Juli. Was holst du noch alles aus? Oh, der Herd hier geht die ganze Zeit an. Soll ich öffnen? Nee, lass zu. Die Wunderbox. Oh yes. Oh. Die sind richtig gut. Kenny, wenn du das ganze Töpfchen in einem Hubs wegäckst, dann darfst du es mitnehmen, genau. Alter, was ist das denn? Das ist richtig lecker, Leo. Geil. Ja, okay, dann viel Spaß. So, das ist jetzt echt, ich höre jetzt auf, tschüss. Bibi, wo sind eigentlich die Donuts? Die habe ich nicht aufgegessen. Ich schwöre. Übrigens habe ich eben gar nicht gesagt, der Kenny hat original alles mitgenommen. Aber bis auf die Pizza, davon haben wir noch ein bisschen. Stimmt, Pizza ist noch ein bisschen übrig. Kannst du mir ein Stück Pizza bringen? Echt jetzt? Bitte. Echt jetzt? So ein Abschieds-Mitternachts-Snack. Von was willst du denn Abschied nehmen? Vom Tag. Aber es ist doch schon der neue Tag schon wieder. Du kannst doch nicht vom neuen Tag schon wieder Abschied nehmen. Ich will einen Donut. Nein, ich gehe gleich ins Bett, Stück Pizza. Das ist gut, dass wir dem Kenny alle Donuts mitgegeben haben. Bitte nehmen Sie schnell, meine Hand ist gebrochen. In eine Schachtel gepackt, die zwei halben. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich dachte, da habe ich nur ein Stück Pizza gegessen. Platzsparend nennt man das. Was wollte ich gerade sagen? Schmeckt's? Saugeil, wie verhofft? Nein. Boah, ich habe so viel Mist heute gegessen. Das tut mir irgendwie leid. Der Kenny macht einfach gerade eine Diät, versucht so sein krasses Sportprogramm durchzuziehen und dann kommen wir einfach mit so einem mega geilen Donuts und so einem XXXXL Sushi-Paket. Wir haben mir eben auf WhatsApp ein Foto geschickt, wie er zu seinem Freund noch vorbeigefahren ist und ihm auch noch die Hälfte vom Sushi. Echt? Ja. Ach geil. Siehst du? Alles aufgeteilt. Wir verbinden Menschen. Bianca, wir wollen dich schon wieder filmen, wie du Pizza isst. Okay, hör auf. Schaut unbedingt Julians Video an. Warte, warte, halt meinen Arm so. Seht ihr das? Das sieht aus wie so eine Ader. Als wäre die Bibi so mega muskulös. Ich habe auf jeden Fall dem Julian die krassesten Spielsachen bestellt. Hört sich jetzt Entschuldigung, aber es sieht echt krass aus wie so eine Ader an deinem Arm. Wo denn? Das sieht aus, als würdest du so richtig anspannen. Jetzt hier so. Komm bis auf. Okay. Mhm. Das war's jetzt mit Werbung für dein Video. Ach so, nein. Das ist mega cool. Ich habe Spielzeug getestet. Das war's komplett. Ja, halb zwei nachts. Ich muss jetzt aufhören. Ich muss auch echt aufhören, Pizza zu essen. Guck mal, meine Avocado-Pflanze. Nimm die bitte. Wie die gewachsen ist. Nimm die bitte jetzt, die Pizza. Nee. Ich will nicht mehr. Tschüss.